Ja, Leute, und zwar gab es diverse Videos von diversen großen YouTubern, auch im deutschsprachigen Raum, auch im englischsprachigen Raum, dass es wohl einen sogenannten 25% Nerf für gute Spieler gibt. Und zwar funktioniert das so, dass das Spiel nie konstant ist, sondern weil das hat jeder gute Spieler schon vermutet, dass das so ist, ja. Und zwar gibt es einen Nerf um 25% nach oben oder nach unten vom Durchschnittswert oder von der Penetration oder von der Panzerung oder wie auch immer, soll es geben. Das ist ein Gerücht. Ja, aber gefühlt, also nach meinem Gefühl ist es auch so. Denn mich fragen immer wieder viele Leute, ja, warum schießt du den HE? Du hast doch 300 Penetration, was weiß ich, mit dem E3 oder E4 oder was auch immer, was man da für Penetration hat. So genau kenne ich die Zahlen nicht. So nach dem Motto, ja, wenn du AP schießt, kommst du doch locker überall durch. Nee, so ist es nicht. Das beste Beispiel war gestern mit dem T110 E3. Ich habe auf eine Isu geschossen, dreimal mit AP. Und ich habe den entweder gekettet oder bin gebounced oder so, Scherze. Auf eine Isu 152. Das ist ein Papppanzer, okay? So, und jetzt hat sich wohl irgend so ein Spieleentwickler oder irgend so ein Wargaming-Typ wohl verplappert in irgendwelchen sozialen Netzwerken. Wie gesagt, das haben englischsprachige, auch deutschsprachige YouTuber ein Video darüber gemacht. Und es soll wohl Gerüchte geben, dass gute Spieler, wenn sie denn schießen, dass ihre Penetration teilweise um 25% nach unten genervt ist. Beziehungsweise, dass die Panzerung ihrer Panzer nach unten genervt ist. Ich habe das nämlich auch schon mal gehabt, dass ich bin T110 E3 gefahren. Und wer sich mit den Panzern auskennt, T110 E3 ist eines der am härtesten gepanzerten Vehikel überhaupt. Und im Gegnerteam war so ein T32er. Und der T32er, der kann normalerweise so ein E3 nicht mal eben penetrieren. Und das war ein schlechter Spieler. Ich habe mir die Stats später angeguckt. Das heißt, dass irgendwo so ein Programm installiert ist oder beziehungsweise so eine Art Bot oder Programm, was auch immer, in-game, dass, wenn ein schlechter Spieler auf einen guten Spieler schießt, dass er mehr Penetration hat automatisch um bis zu 25%. Genauso umgekehrt, dass wenn du als guter Spieler auf einen schlechten Spieler schießt, dass du einen schlechteren Durchschlag hast von bis zu 25%. Weil anders kann ich mir nicht erklären, dass ich gestern dreimal frontal an der ISU 152 mit dem T110 E3 gebounced bin. Weil allein von der Penetration dürfte das gar nicht. Beziehungsweise einmal habe ich ihn nur gekettet und zweimal gebounced. Ja. So, und ich kann euch auch gerne mal irgendwann mal so Replays zusammenstellen, irgendwie so Ausschnitte, wo ich überall mit AP an irgendwelchen butterweichen Panzern bounce oder die einfach nur kette oder so, Scherze. Ja, so, das ist einer der Gründe, warum ich so viel HE schieße mit meinem T110 E4. Ja, weil du mit AP so fucking oft abprallst oder irgendwelche Panzer kettest oder so, Scherze. Ja, und das war eine spielentscheidende Situation. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, diese Gerüchte gibt's. Und wie gesagt, ihr könnt euch ja mal im deutsch- oder englischsprachigen Raum mal ein bisschen informieren. Und mich würde auch interessieren von meinen Zuschauern, wie ihr das findet. Weil das Ganze soll wohl diesen Hintergrund haben, dass schlechte Spieler, die mit dem Spiel anfangen, nicht so derbe auf die Fresse kriegen, ja, dass die dann sofort mit dem Spiel aufhören. Ja, das hat halt, wie gesagt, den Hintergrund, dieser schlechte Spieler soll Erfolgserlebnisse haben, so in etwa. Deswegen ist die Panzerung, ne, weil ich kenne das selber, bis ich circa, sagen wir mal, 15.000 Gefechte hatte, so in etwa, so genau kann ich das nicht sagen. Ich glaube so 13, 14, 15 bis 17.000 Gefechte, kann ich mich noch genau daran erinnern. Ich hatte die geilsten Gefechte meines Lebens, hör mal. Ich bin mit dem T2, ihr müsst mal gucken, ich habe tausende Gefechte auf meinem T32er zum Beispiel, ja. Das ist ein butterweicher Panzer eigentlich. Klar, außer der Turm natürlich und so, aber was ich da für Bouncer hatte, was ich für geile Gefechte mit dem Ding hatte, ich kann mich. Oder T29er, das war ein Tier 7 Panzer. Da war ich der absolute Anfänger. Mann, ich hab geile Gefechte mit dem Ding gehabt, Abpraller gehabt, ich bin überall durchgekommen, ich konnte Damage machen und so. Keine Ahnung, also gefühlt, ich weiß nicht, ob das so ist, das sind ja Gerüchte, aber gefühlt ist das so. Ja, dass man als guter oder erfahrener Spieler auch das Matchmaking teilweise, ja, das Match, also zum Beispiel,
spiele ich mit Leuten Platoon, ne? Die spielen den ganzen Tag und gewinnen. Ja, das sind so, sagen wir mal, relative Anfänger, so 5.000 bis 10.000 Gefechte. Kaum nehme ich die mit in Zug und ich habe, was weiß ich, über 70.000 Gefechte, ja? Schon kriegen wir die ganzen Unicorns im Gegner-Clan. So nach Motto, dass das Matchmaking das so ausrechnet, so ey, da ist so ein mega erfahrener Spieler, sagen wir mal 70.000 Gefechte. Jetzt müssen wir dem mal im Gegnerteam ein paar Unicorn-Platoons da einteilen. Wie gesagt, das sind nur gefühlt, also ich sag nicht, dass das 100% so ist, aber ne, dass man sofort schlechteres Matchmaking kriegt irgendwie. Oder wenn du T110 E3 fährst, ja, wenn ich mein E3 oder meine Maus fahre, ich krieg ständig offene Maps mit 5 Gegner-Artis oder 3 oder 4, weißt du? Ich komme nie mit meiner Maus auf Himmelsdorf raus. Ich komme mit dem T110 E3 nie auf Himmelsdorf raus. Vielleicht, wenn ich 20 Runden fahre oder so. Sonst immer offene Map, mehrere Artis, ja? So, ich würde, wie gesagt, gerne mal eure Meinung dazu wissen. Ja, wir sehen uns bei den Stats. So. Einmal Großkaliber. Dem mit HE 1165 reingedrückt. Ihr seht es, ohne Ende Modulschäden, auch ein paar dicke Schellen waren dabei. Ich habe ja zwischendurch auf AP umgewechselt. Knapp, ja, 4000 Schaden, 2000 Assist Damage. Ja, und Platz 2 bei der Erfahrung. Ja, wie gesagt, also unglaublich, was Wargaming da angeblich den guten Spielern antut. Ich würde sagen, lasst mir einen Kommentar da und Bewertungen. Ich würde gerne eure Meinung dazu wissen. Wir sehen uns, bis dann. Und abonniert auch meinen Kraftsportkanal, wollte ich sagen. Links sind unten in der Beschreibung. Ich habe noch einen Kraftsportkanal, da geht es um Muskeln oder Kraftaufbau. Akko the Persian Killer ist dort mein Name. Facebook ist auch unten verlinkt. Wir sehen uns, bis dann, ciao.